Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wieder mal mit einer E-Zigarette heute. Und heute haben wir, um euch dieses Gerät auch vorstellen zu können, die E-Com Mega. Erneut zur Verfügung gestellt vom E-Zigarettenkönig. Auch hier für dieses Gerät nochmal vielen lieben Dank dafür, dass man mir diese zur Verfügung gestellt hat. Und ja, den Link seht ihr jetzt eingeblendet zum Shop von E-Zigarettenkönig. Ihr findet den Link natürlich auch nochmal in der Infobeschreibung, wo ich dann auch in den Shop direkt dieses Gerät hier verlinke. Ja, die E-Com Mega von Joytech. Ein Gerät, was ja, schon ein bisschen betagter ist, kann man fast schon sagen. Wobei das Gerät jetzt nicht uralt ist, aber es ist jetzt fast ein Dreivierteljahr alt. Es ist so im September, Oktober letzten Jahres ist das auf den Markt gekommen. Wobei eher August, September, so in dem Dreh ist das Gerät auf den Markt gekommen. Und ja, ist eben von Joytech, den ja quasi Profis für E-Zigaretten, die ja wirklich auch schon lange im Geschäft sind und sich einen großen Namen gemacht haben, in allen Bereichen, also in allen Segmenten, die man von E-Zigaretten kennt, von den wirklich günstigen Modellen bis hin zu den High-End-Modellen, mischt Joytech eigentlich immer relativ weit oben mit. Ja, und wir haben jetzt eben, wie gesagt, die E-Com Mega. Eine E-Zigarette, die auch ein paar Spezialitäten aufweist, die ich euch heute in diesem Ersteindruck-Unboxing-Video zeigen möchte. Wir fangen erstmal an, das Gerät auszupacken. Die Verpackung ist eigentlich relativ typisch. Wir kennen das Ganze schon von anderen E-Zigaretten. Eine weiße Box, wo eben wir alles drin finden. Auch hier ist wieder das Branding von InnoSix. Diese Folie abzukriegen, scheint nicht so einfach zu sein, wie ich mir das erhofft habe, aber haben wir es doch. So, da haben wir die Box, die öffnen wir und dann wird uns auch gleich die E-Zigarette entgegenkommen. Genauso ist es nämlich in der schwarzen Variante. Sehr, sehr schönes Gerät, auf jeden Fall. Mit einem coolen Henkel, um das Ganze hier rauszuheben. Das finde ich sehr cool. Die gucken wir uns, wie gesagt, gleich an. Das kennt ihr jetzt auch mittlerweile schon. Wir gucken erstmal, was noch alles so in der Box zu finden ist. Wir finden darin erstmal das Typische, ein Handbuch, was uns den Umgang mit unserer E-Zigarette erklärt. Dann finden wir hier eine Schachtel mit dem Wandstecker, mit dem wir das Gerät dann eben an der Wand laden können. Dann haben wir hier das Drip-Tip, also das Mundstück, der Ansaugstutzen, ebenfalls in schwarz gehalten. Kommen wir dann auch zu, wenn wir soweit sind, ein Ersatz-Atomizer und eben, wie gesagt, das Ladekabel, das eigentliche. Kommen wir mal ein wenig zum eigentlichen Gerät. So, da ist ja die E-Mov, die E-Com, jetzt sage ich schon E-Mov. Das liegt daran, dass beide dieses Mega im Namen haben, was natürlich einen einfachen Grund hat. Auch die E-Com Mega ist einfach eine recht große E-Zigarette. Mit knapp 22 cm Längen ist sie wirklich auch schon ein wirklich deutlich größeres Modell als viele andere E-Zigaretten in diesem Bereich. Also 22 cm natürlich mit dem Drip-Tip, den ich jetzt auch mal raushole. Der übrigens, auch wenn er schwarz lackiert ist, trotzdem komplett aus Metall gefertigt ist, was ich sehr, sehr schön finde. Denn das hat man relativ selten. Normalerweise, naja, komplett aus Metall ist auch gelogen. Hier unten ist so eine Gummierung drauf, was aber jetzt nicht weiter schlimm ist. Es geht ja eigentlich wirklich um den Teil, den wir... Ach, das geht aber schwer rein. Ja, so, haben wir es drin. Das geht ein bisschen fies, aber... ja, es geht ja wirklich um den Teil hier, den wir eben im Mund haben. Und da bevorzuge ich wirklich auch Metall als eben billiges Plastik. Deswegen finde ich das sehr schön, dass es trotz der Färbung ein Metallmundstück besitzt. Das ist nicht Standard unbedingt. Trotz seiner Länge ist das ganze Gerät durchaus nicht besonders extrem breit. Also es liegt sehr gut in der Hand und fühlt sich auch nicht nach einem übergroßen Gerät an. Wie das zum Beispiel bestimmt beim einen oder anderen bei der Ego One der Fall sein könnte, die jetzt zwar relativ kurz ist, aber im Gegensatz zu dem Gerät hier auch relativ dick. Das hier ist wirklich eine durchaus interessante Bauweise, die auch sehr schön in der Hand liegt. Wie gesagt, das Farbdesign finde ich auch sehr schön. Ich freue mich, dass ich mal eine schwarze E-Zigarette habe. Mal was anderes. Und ja, dann kommen wir mal zu den technischen Dingen, die hier für die E-Com wichtig sind.
Das erste, was wir hier haben, ist natürlich der Anschaltknopf, der auch ein schwarz gehalten ist, aber da brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen, sondern eher zu diesem Einlass hier. Denn das hier ist der USB-Port, an dem wir das Gerät laden. Das heißt, wir haben hier keine Schraubwinde, mit der wir das Gerät an ein Ladekabel anschrauben, sondern wir haben hier einen USB-Eingang, mit dem wir das Gerät einfach per USB-Slot entweder an den PC oder an ein Akkuladegerät mit USB oder eben an die Wand anschließen können mit dem Wandadapter. Und haben auch so die großartige Möglichkeit, mit der Pass-Through-Technik, wie sich das Ganze nennt, eben zu rauchen, während wir laden oder zu dampfen. Also wir haben ja wirklich nicht das Problem, zumindest sofern wir eine Steckdose in der Nähe haben, dass wir, falls der Akku leer ist, wir nicht mehr weiter dampfen können, sondern anderthalb Stunden warten müssen, bis der Akku wieder geladen ist. Zum Akku sei noch zu sagen, der hat, jetzt muss ich kurz nachgucken, dass ich euch nichts Falsches erzähle, eine 1600 mAh Batterie, also wirklich eine ordentliche Batterie, die auch eine ganze Sitzung, also einige Sitzungen auch aushalten wird und auch wirklich auch relativ lange halten sollte. Der nächste Punkt, den wir besprechen sollten, ist, ihr seht hier nämlich, die Ecom Mega hat auch eine Einstellmöglichkeit für die Voltzahl. Wir fangen bei 3,3 Volt an, 3,8, 4,4, 5,0 bis hoch auf 5,5 Volt. 5,5 Volt ist natürlich eine Menge und das ist echt eine Hausnummer. Und wir können hier wirklich einen echten großen Output erwarten. Gerade bei 5,5 Volt werden wir wahrscheinlich wirklich einen Output haben, der deutlich höher ist als bei 3,3. Allerdings ist das hier kein stufenloser Regler, sondern wie ihr das hier seht, ihr hört das vielleicht auch, das schnappt immer an den jeweiligen Stellen an. Also wir können hier in den einzelnen Stufen wechseln, aber nicht zwischendrin. Was aber nicht weiter dramatisch ist, ich denke, mit den vorgefertigten Auswahlmöglichkeiten wird jeder seine Stärke finden, die hier für die einzelne Person passend ist. Kommen wir zum eigentlichen Verdampfer. Dazu schreiben wir erstmal den Akku ab. Ihr seht hier das typische Gewinde. Wir haben auch übrigens die Möglichkeit, den Akku für andere E-Zigaretten oder andere Clearomizer zu benutzen. Dafür sind hier auch nochmal, obwohl sie eigentlich nicht verwendet werden von der Ecom Mega, sondern einfach nur damit es möglich ist, haben wir hier auch die Lufteinlässe. Denn die Ecom Mega hat ihre Lufteinlässe in diesem Ring. Ihr seht hier das kleine Loch, was sich hier jetzt in der Mitte der Kamera befindet. Das hier ist der Lufteinzug. Den haben wir auf beiden Seiten und dadurch zieht die Ecom Mega ihre Luft. Dafür braucht er dann eben diese hier unten nicht. Wir schauen dann auch mal weiter. Wir schrauben das Ganze mal auf. Und finden natürlich den Atomizer. Auch den schrauben wir mal raus. Und gucken uns das mal an. Denn wir haben hier den üblichen, üblich verbauten 1,8 Ohm Dual Coil. Es gibt auch tatsächlich den C3. Also das ist hier ein C3-Kopf. Das ist einer der aktuellste Kopf, den Joytech verbaut, mit 1,8 Ohm und einem Dual-Coil. Ihr könnt da gucken, ob wir das raufkriegen. Doch, das kriegen wir sogar rauf. Da seht ihr auch den Draht, den Heizdraht quasi. Zwei Heizdrähte quasi, die gleichzeitig laufen. Und interessant ist hier auch, dass wir wirklich auch mal die Watte sehen können. Ihr seht sie hier nämlich am Rand und ihr seht sie auch hier an den Stellen, wo eben das Liquid gezogen wird. Einmal hier dieser Schlitz und einmal dieses Loch. Dadurch wird das Liquid angesaugt und eben hier zum Verdampfen gebracht. Atomisiert. Schrauben wir ganz schnell wieder hier rein. Wir haben, wie gesagt, einen Ersatzkopf dabei. Und dann kommen wir mal zum Tank der Ecom Mega. Und zwar haben wir hier auch einen relativ großen Tank. 3,2 Milliliter passen da rein. Was eine ausreichende Menge ist, eigentlich sogar eine recht große Menge. Der Tank ist wirklich sehr ergiebig und ihr seht hier das typische Verfahren, dass wir am äußeren Ring das Liquid aufladen und in der Mitte dann eben der Dampf durchgeht. Schön sind hier die Sichtfenster. Die sind wirklich sehr eindeutig und sehr sichtbar und man kann gut ablesen, wie der Füllstand der ganzen Geschichte ist, sodass wir keine Probleme haben zu erkennen, wie viel Liquid wir noch in dem Gerät haben. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum ersten Zug. Ja, da sind wir auch schon. Ich bin sehr gespannt, denn bisher von dem, was ich gelesen und gehört habe, ist die Ecom Mega wirklich ein außergewöhnliches Gerät, was auch
schon bei 3,3 Volt einen ordentlichen Dampf produziert. Und für den Preis, den man das Gerät hier bekommt, mittlerweile ist es ein bisschen im Preis gefallen. Im Gegensatz zur Markteinführung ist das wirklich wohl ein Top-Gerät. Und zumindest was das Design und die Art der Bauweise, wirklich hier mit dem kompletten Metall angeht, ist das bisher wirklich ein Top-Gerät. Und übrigens heute mal mit halbwegs gescheiten Haaren. Wir schalten das Gerät an, indem wir fünfmal klicken. Das ist das Übliche. Dann seht ihr hier auch nochmal, das kann ich auch nochmal kurz erklären, hier dieses Lämpchen. Das deutet uns darauf hin, das brennt natürlich nur, wenn wir dampfen. Zeigt uns an, okay, der Akku ist voll. Wenn das anfängt, so leicht zu blinken, so pulsierend quasi, dann sagt es, okay, langsam, aber sicher bin ich ein bisschen leerer. Mach dich mal bereit, dass ich geladen werden muss. Und ja, sobald es dann eben schneller blinkt, wissen wir, ah, Akku alle. Sehr schönes Ding auf jeden Fall, dass wir auch relativ einfach sehen können, wie sich das Ganze zuträgt und ob wir dann wirklich noch genug Akku haben und den Tag überleben. Na dann, wollen wir mal den ersten Zug nehmen. Also die produziert schon bei 3,3 Volt wirklich einen sehr intensiven und sehr starken Dampf. Durch den 1,8 Ohm Atomizer haben wir natürlich ein relativ starkes Ziehen, aber es ist nicht so, dass man hier sich kaputt zieht. Das ist ja so ein Problem von früheren E-Zigaretten gewesen. Da hat man gezogen wie bekloppt und es kam nichts raus. Irgendwann ist dann das Liquid durchgebrochen und wir haben nur noch Liquid in den Mund bekommen, was nicht so schön war. Es ist natürlich ein stärkeres Ziehen als bei der Eco One, die mit Sub-Ohm natürlich ein extrem leichtes Dampfen ermöglicht, aber was wir hier haben, ist auf jeden Fall ein sehr sanfter Dampf. Das muss man wirklich auch mal hier wieder hervorheben. Denn der Dampf ist wirklich sehr, sehr leicht und sehr bekömmlich. Es kratzt kaum im Hals. Gerade für die Leute, die eben anfangen zu dampfen, ist nämlich das mit dem Sub-Ohm-Dampfen relativ stark halsbelastend. Also das geht schon, das tut schon ein bisschen weh. Ohne dass es jetzt wirklich sehr, sehr unangenehm ist. Aber man muss schon ein bisschen davon husten. Ein bisschen mehr als von einer normalen E-Zigarette, so wie von zum Beispiel der hier. Und ja, wir ziehen nochmal. Und auch hier ist es wirklich sehr, sehr schön, dass der Geschmack sich sehr verbreiten kann. Also der Geschmack des Liquids ist wirklich komplett auf der Zunge und man hat einen wirklich sehr intensiven Geschmack auf der Zunge, was sehr schön ist und was das Ganze wirklich sehr, sehr lecker macht und einen sehr schönen Dampf produziert einfach. Wir drehen einfach mal noch ein bisschen hoch, bevor ich noch ein kleines abschließendes Fazit gebe. Wir gehen einfach mal die ganzen Stufen durch. 3,8 Volt. Wird schon deutlicher, also wird schon dichter der Dampf. 4,4 Volt. Ihr hört schon, das Geräusch wird auch, also dieses Blubbern. Ich nehme mal wieder das Mikro in die Hand, Entschuldigung für das Störgeräusch. Ihr hört das auch. Das vorher halt eben noch nicht da war. Also bei 4,4 Volt wird der Dampf auch schon deutlich dichter und deutlich näher an Zigarettenqualm. Also das nicht negativ gemeint. Also es ist nicht gemeint damit, dass es irgendwie unangenehm ist oder so, sondern es wird schon ein aggressiverer Dampf, der da kommt, weil da eben deutlich mehr Liquid mitkommt und das Ganze wirklich deutlich stärker kommt. Jetzt sind wir bei, jetzt muss ich kurz gucken, 5 Volt. Ich muss halt auch nicht mehr so lange Züge nehmen. Dadurch nimmt zwar ein bisschen der Geschmack ab, aber dadurch ist er trotzdem noch sehr, sehr im Vordergrund. Also der Geschmack ist immer noch sehr, sehr lecker und sehr, sehr deutlich zu spüren. Und jetzt gehen wir nochmal auf die höchste Stufe. Also ein wirklich sehr, sehr starker Dampf, der durchkommt. Ich empfehle wirklich, dass man eher mal mit 3,3 Volt anfängt, weil hier ist der Dampf wirklich am angenehmsten. Gerade für Anfänger, wofür dieses Set ja gedacht ist. Also es ist
ein Set, was wirklich für Anfänger und auch schon Fortgeschrittene interessieren wird. Profis bauen sich ja ihren Kram selber im Endeffekt. Aber hier mit 3,3 Volt anzufangen, ist, glaube ich, einfach ein guter Einstieg, weil hier der Dampf sehr sanft ist und sehr geschmacksintensiv und wenig kratzend. Ein sehr schönes Gerät, also kann ich nicht anders sagen. Ich bin wirklich sehr begeistert davon. Ja, ich, wie gesagt, vielen Dank nochmal an den E-Zigarettenkönig für die Bereitstellung dieses Gerätes. Ich werde es auf jeden Fall auch selber benutzen. Das ist meine, denn die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich im Langzeittest schlägt. Das Ganze lest ihr dann auf unserer Homepage, die natürlich auch unten in der Infobox verlinkt ist. Das Gerät ist dort verlinkt beim E-Zigarettenkönig, könnt ihr direkt bestellen da. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen, genauso wie überhaupt mal sich den Shop vom E-Zigarettenkönig anzuschauen. Vielen Dank nochmal für die Bereitstellung und ja, vielen Dank fürs Einschalten natürlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig einen ersten Eindruck von dem ganzen Gerät vermitteln und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus und hoffe, dass ihr auch weiter dran bleibt, vielleicht oder vielleicht sogar den Abonnieren-Button da unten klickt. Und mir ein wenig treu seid, denn ja, so ein paar mehr Abos würden mir schon gefallen, bin ich natürlich ganz ehrlich. Ja, und auch hier nochmal, wer mehr sehen will von mir, sollte gerne mal bei Sofablogs reinschalten. Werde ich auch unten verlinken. Meinem Kanal mit Grasuk zusammen, wo wir ziemlich viel Quatsch machen. Guckt einfach rein, dann werdet ihr schon sehen, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, dann erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Gianna Brother. Jetzt habe ich mir Haare ins Gesicht gewischt. Das sieht blöd aus.